1 und startfrei zur ersten Etappe der Thüringer Rundfahrt mit 16 Mannschaften. Am 22. Juli startete die 21. internationale Thüringen-Rundfahrt der Frauen in Schleusingen. Nachdem Angela Hennig-Brodka die ersten zwei Bergwertungen gewonnen hatte, eröffnete Kimberly Anderson die große Jagd. Gerade als die US-Amerikanerin von ihren Verfolgerinnen gestellt worden war, trennte sich auf dem 2 Kilometer langen Anstieg bei Hildburghausen die Spreu vom Weizen. Auf der ansteigenden Zielgerade am Schleusinger Markt hatte dann schließlich Angela Hennig-Brodka die besten Beine und sicherte sich den ersten Tagessieg und gleichzeitig das gelbe Trikot der Gesamtführenden. Sie verwies Regina Schleicher auf den zweiten und Noemi Kantela auf den dritten Platz. So, haben wir auch den stellvertretenden Landrat hier? Ja, wunderbar. Da sind wir auch schon komplett. Es war schon sehr schwer, auch wenn es kurz angehört hat, So, also, Siegerehrung, Sie haben es gerade schon gehört von unserem Toursprecher Dirk Lung. Die Fahrerinnen wurden aufgerufen. Ich sehe auch hier schon die ein oder andere. Die aktivste Fahrerin war am heutigen Tag Kim Anderson und erhielt daher das schwarze Altenburger wirklich gut Trikot. Das gelb-grüne Altenburger Radler-Trikot für die beste Sprinterin durfte sich Noemi Kantele überstreifen. Die Bergwertung wird von Trixi Wochock angeführt und ist daher Trägerin des blauen Trikots Bauerfeind. Das rote OTZ-Trikot erhielt Marina Romoli als beste Nachwuchsfahrerin.